Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir alles eingerichtet und haben die ersten Tiere losgelassen. Und ihr seht, wie schön es hier ist. Riesige Flächen und genug Platz für viele Tiere, was sich im Afrika-Bereich breit machen können. Hier sind die Weißschwanzgnus. Hier noch ein paar weitere Zebras. Die liegen nicht alle unbedingt immer auf der Liegefläche. Aber, ja. Musst du denn reinscheißen? Im Ernst, du bist wie mein Pferd, ey. Mei, guck mal, wie es da liegt. Richtig entspannt, richtig relaxed. Da merkst du, wie es ihm taugt. Die Schatten ist von aus. Oh. Die Schatten von dort aus. Da gibt es auch noch die Fläche. Schauen sie da rein? Also die Kinder haben ein Problem wahrscheinlich beim Reingucken. Ja, das ist aber auch richtig gute Reinsicht. Also sie kommen auch schon her, weil hier gibt es natürlich jetzt viele Tiere. Hier gibt es dann mehrere Tierarten. Und wenn wir davon schon sprechen... Alter, wir haben... So, was? Ja, läuft. Und ich habe erst die Leute eingestellt und habe gedacht, oh, das könnte diesen Monat schwer werden. Zu viel mehr... Ja, okay, ich muss mich mal darum kümmern vielleicht. Wo ist denn hier viel Müll vorhanden? Oh, da hinten. Ja, okay, da sollte ich mich vielleicht mal drum kümmern. Da habe ich noch keine Mülleimer aufgestellt. Kann das sein? Einrichtungen? Mülleimer, neue Welt. Hier steht auf jeden Fall keiner. Hier steht auch keiner. So, Eisbär erhält Nachwuchs. Oh, süß. So, jetzt kann der Müll auch weggeräumt werden. Ich bin jetzt aber erstmal für Tierhand. Nein, oh, nicht jetzt. Das ist gerade ein ganz unpassender Zeitpunkt. Die Tiere mögen es doch nicht kalt. Ja, scheiße. Ich muss mich erst halt darum kümmern. Heizkörper. Eingestellt ist auf 30 Grad. Das sollte gut reichen. Hier haben wir gleich zwei. Halt, hier ist halt auch der Wohnunterstand, ne? Da sollte es auf jeden Fall warm bleiben. Setzt ihr auch noch mal einen hin. Bearbeiten der Gruppe beenden. Das wird jetzt schwer einzuschätzen, wo welche hin müssen. Ah, scheiße. Versucht es jetzt mal so kreisförmig hier außen rumzusetzen. Okay, jetzt lassen wir mal die Zeit weiterlaufen und schauen, wie sich die Temperaturen entwickeln. Also es muss mindestens bis zum Wasservorrat reichen. Ansonsten werden unsere Tiere ganz schön... Nein, die Hunde, die habe ich total vergessen! Hi! Oioioioioi! Pause. Wo sind die Wildhunde? Das ist das Wildhundegehege. Scheiße. Die sind ja auch empfindlich dagegen. Ganz schnell gegenarbeiten. So. Okay, jetzt sollte sich das auch regeln. Ja, ich habe schon verstanden. Die Nyalas ist... Was? Habe ich denen keinen Heizkörper gegeben? Den habe ich hier keine Heizkörper genügend gegeben. Erwärmt sich, wird auch warm. Ja.
Ja, warte mal. Dazwischen tun wir jetzt immer welche rein. Ich versuche dort, wo jetzt zum Beispiel noch nicht genug ist. Und so tun wir jetzt ein bisschen die Temperaturen anpassen. Vor allem bis runter zum Wasser wird das halt wichtig. Im Winter müssen sie ja nicht unbedingt so weit laufen. Da kann ja auch ein bisschen mal, so wie aktuell in unserer Situation, auf Sachen verzichtet werden, ne? Aber dass wenigstens ein bisschen was. Oh, Tiere kämpfen wegen Überbelegung. Garalapalos. Jetzt auf einmal kämpfen alle. Oh Gott. Wartet mal, pausieren. Sind jetzt alle erwachsen geworden oder was? Heiliger Bimbam, wie viele Männchen sind denn? Du gehst. Drei Männchen, zwei Weibchen. Was? Zwei Weibchen? Noch ein Jungtier. Dann werdet ihr jetzt freigelassen. 182 Punkte. Dann müsste sich hier das Problem jetzt zum Beispiel auch schon aufgelöst haben. Er hätte unter niedrigem Wohlbefinden. Königs. Oh, Scheiße. Wo denn? Ruhe jetzt! 5. Ah, zwei Wei. Hä? Warum Übel? Wie viel sind denn in dem Gehege jetzt an Tieren, bitte? Drei Menschen. Dann würde ich mal sagen, ihr kommt auch frei. 200 für den Herander, weil der älter ist. Nicht schlecht. Was? Wie verstorben? Nuala ist verstorben. Nein, schickt einen Tierarzt. Altersschwäche wenigstens. Das ist wenigstens positiv. Das schaut so weird aus. Warum kann man nicht irgendwie so eine allgemeine Hitzebodeneinlage machen oder so? Es hält sich niedrig. Es wird wieder Sommer, glaube ich. Jo. Wir haben die kalte Jahreszeit überstanden. Achso, die ganzen Steppenzebra-Sachen sind jetzt natürlich sehr obsolet. Du kriegst Galapagos-Schildkröten. Ich wusste gar nicht, dass das auch falsch ist. Kann ich die auch ausschalten, notfalls? Wir wissen ja noch nicht, was nachkommt. Das Gehege steht ja. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt nicht existieren würde. Warum habe ich da drüben Galapagos-Schildkröten zum Beispiel leer? Die Zebras sind hier nicht mehr drin. Die Zebras sind umgezogen. In ihre schöne neue Heimat. Wo sie viel Platz und Spaß haben. Ah, bist du so einen richtigen. Alter, wie viele Tiere allein schon, wenn du da so durchscrollst, so tonnenweise Tiere. Oh, Forschung ist abgeschlossen. Okay, abgeschlossen, abgeschlossen. Perfekt. Da haben wir noch weitere Transportgeräte. Ich hätte gerne noch so gern die Klassik erforscht. Und vor allem, weil wir jetzt dabei sind, Ostasien. Veterinärforschung, wie schaut denn die aus? Dallschafe, kommen wir darüber an, haben wir durch. Okay, dann schauen wir. Die Gnus hier, ne? Die müssen auch mal was erhalten. Die Geparden haben wir auch noch nicht erforscht. Aber ja. Wie viele Viren es gibt. Hey, wo ist der Coronavirus? So. Huch. So. Jetzt haben wir hier. Oh, das ist so schön. Aber was ich diese Folge auf jeden Fall noch machen würde, gerne, ist hier im Filter nicht nach Weißschwanzgnus, sondern nach einer ganz anderen Tierart suchen, die ich schon lange gerne hätte.
Nee, oh, hoppsala. Zebras haben wir ja. Was ist denn? Komm, zeig dich. Muss ich bloß finden, dass es... Ob Nashörner da auch dazu passen? Flamingos, großer Panda. Weiß, schwarz, afrikanischer Strauß. Den können wir uns vielleicht mal anschauen. Königstiger, Trampeltier. Warum ist das nicht sortiert? Ich finde das nicht, was ich brauche. Wo ist die Giraffe? Und die sagt bestimmt, ja, da war sie doch. Ich finde sie nicht. Panzernashorn könnte auch interessant sein. Netzgiraffe esse. Und da kam richtig viel gerade dazu. Kaufen. 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 Und jetzt hätte ich gerne über dich hier noch. Wo ist das Buch? Ob es reicht, wenn ich euch zu zweit da reingebe? Das wird schon reichen. An Zoo senden. Aber was die jetzt natürlich brauchen, ist hier Futterquelle für... Giraffe. Muss ich die wieder finden? Netzgiraffe. Und der N wird die wahrscheinlich sein. Wo ist denn das N? Die Netzgiraffe. Weil da brauchen wir sowas hier. Wasserdruck. Tun wir auch nochmal hier einen großen draußen hinstellen. Oh, da freue ich mich da drauf. Kommt, Jungs. Also, ihr müsst auf jeden Fall hier die ersten Teile auffüllen. Okay. Also, das ist jetzt für ein Button. Tierpfleger ist unterwegs. Okay. Das hört sich doch schon mal gut an. Hast du Futter dabei? Was machst du denn? Futter im Vivarium. Säubert das Gehege. Ich kann mich nicht weiterarbeiten, ich muss mich ausruhen. Sollte bald eine Pause einlegen. Schaut, wie die Tiere da reingehen. Voll süß. So, wo kommen sie denn? Soll das Highlight die Folge werden? Vor allem, wir sind zwei in einem Gehege drin. Also jetzt übertreiben können wir auch. Die wohl schon wohl lang laufen, aber nein. Jawohl. Da läuft einer. Läuft noch ein zweiter hier irgendwo rum? Ja, da läuft noch einer. Da kommt sie. Da kommt die erste Giraffe in unserem... Oh, zeig sie mir. What the fuck? Okay. Warte, wo bist du hin? Da läuft er. Mit seinem Besen. Schick. Da liegt wieder. Oh, süß. Da, 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 da. Wie groß ist sie? Blunk. Die ist cool. Ja, da ist einer mit Futter. Endlich. Einer hat ans Futter gedacht. Zwei sehr unterschiedliche Größen. Ich habe gerade viel zu tun. Wo läufst du hin? Da ist der erste Futterdruck, der sicher aufgefüllt werden soll und abgeschlossen. Schau nach der Forschungsorte. Ja, durch den großen Druck kommt es auf jeden Fall durch. Wo füllst du auf zur Hölle? Ach nee, nicht die Spielzeuge. Jetzt noch nicht die Spielzeuge. Guck mal, wie die angelaufen kommen. Das Kleine. Du
Guck mal, wie sie die Giraffe da vorne begrüßen. Wo läufst denn du hin? Ach, guck mal, die wollte. Ist das geil! Haben die jetzt echt gerade aufs Futter im Eimer. Wo läufst du hin? Die läuft jetzt nicht ernsthaft. Die läuft jetzt das ganze Gehege durch, glaube ich, und tut alles, aber nicht die Futtertrüge auffüllen. Oh, nein! Jetzt hier auffüllen. Jetzt nach da hinten auch. Mann! Kommt zurück! Wie ist es ihr hinterherlaufen? Jetzt war das Glue Sky! Das rennt ihr immer hinterher! Am Gehege gibt es ja aktuell hin, also hast du die. Da muss ich mal wirklich noch Wege drüber bauen. Bitte füll jetzt die gescheiten. Ja. Jetzt wird die gescheit aufgefüllt. Jawohl, jetzt geht's los. Hey, wohl. Du hast eine ganz komische Futterauffüllreihenfolge. Ne? Jetzt hat sie kein Futter. Auffüllen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Huch, da brennt's aber schön. Wenn es heißt, weiter geht's mit unserem Afrika-Gehege. Auffüllen mit den ganzen Tieren. Und dann werden wir wahrscheinlich mal die Fenster reinmachen, damit die Leute hier auch reinschauen können. Ne? Also, bis dann. Ciao. Woo! Changes.